Wir werden hier diese drei Trinome faktorisieren und dazu brauchen wir etwas mathematische Fantasie. Im ersten Beispiel werden wir den mittleren Term zerlegen in minus 2x minus 3x. Minus 2x minus 3x, das macht effektiv minus 5x. Man hätte diesen Term auch zerlegen können in minus x minus 4x oder auch noch anders. Aber diese Zerlegung hier wird zum Ziel führen, denn wir machen jetzt zwei Grüppchen draus. In der ersten Gruppe können wir x ausklammern und in der zweiten Gruppe können wir minus 3 ausklammern. So finden wir diese Differenz und stellen fest, dass jetzt die Klammer x minus 2 in beiden Termen multipliziert. Also können wir diese ausklammern. Zwischen Klammern bleibt noch x minus 3 und diese Übung ist schon beendet. Der Trick daran lag einfach, dieses minus 5x so zu zerlegen. Machen wir Ähnliches hier. Bei diesem Trinom werden wir auch diesen Term 5x zerlegen, und zwar hier in minus x plus 6x. Man hätte ihn auch zerlegen können in 2x plus 3x oder x plus 4x. Diese anderen Zerlegungen führen aber nicht zum Ziel. Diese hier wohl. Denn so können wir in den zwei ersten Termen ein x ausklammern und in den zwei letzten Termen können wir 3 ausklammern. Und dann stellen wir voller Freude fest, dass hier die Klammer 2x minus 1 multipliziert und auch im zweiten Term. Und somit können wir 2x minus 1 ausklammern und dieses Trinom ist faktorisiert. Bei diesem Trinom werden wir wieder den mittleren x-Term zerlegen, dieses Mal in 2x minus 4x. Also darin liegt diese mathematische Fantasie. Wie zerlege ich diesen Term richtig, um hinterher weiter faktorisieren zu können? In der ersten Gruppe hier können wir 2x ausklammern und in der zweiten Gruppe werden wir minus 1 ausklammern. Dann sieht das Ganze so aus. Und auch hier stellen wir fest, diese Klammer 4x plus 1 multipliziert im ersten Term und auch im zweiten Term. Also können wir die insgesamt ausklammern und auch diese Übung ist somit beendet.